Hallihallo, der Jan hier von Music & Stuff und wir sind hier weiter auf der NAMM Show und sind am Warwick-Stand, wo es hier auch eine große Neuheit in Sachen Rockstands gibt. Ich meine, die bekannten Rockstands von Warwick kennt man ja, einfach Mehrfachständer für Gitarren und Bässe. Dieses Jahr gibt es aber ein komplett neues System von Warwick. Und zwar sind diese neuen Rockstands, wie man ihn hier sieht, die gibt es auch wieder in den bekannten Größen für im Prinzip 3, 5 oder 7 Instrumente. Das System ist jetzt aber sehr modular, wenn man mal hier rüber schaut. Es gibt so verschiedene Einlagen, die man sich dazu kaufen kann oder verschiedene Add-ons. Das heißt, man kann hier auch, wenn man zum Beispiel Akustikgitarren und E-Gitarren in einem Ständer haben möchte, kann man sich das so zusammenstellen, wie man es möchte. Oder hier oben auch verschiedene Einsätze für die Hälse haben. Dazu gibt es auch verschiedene hohe Füße. Man kann sich noch Rollen dazu kaufen. Oder zum Beispiel, ich hoffe, ich finde es jetzt gleich. Also hier sieht man, da gibt es so verschiedenes Zubehör. Ich hoffe, man sieht das ein bisschen. Und auch wenn man, kleinen Moment, wenn man zum Beispiel hier so ein Flying V-artiges Modell benutzen möchte, kann man die Schalen umdrehen. Und dann passt der Ständer auch für Flying V und solche Gitarren perfekt. Und die stehen nicht irgendwie auf dem Boden rum. Ja. Kommt dann auch in den nächsten Monaten, kann man sich, wie gesagt, auch vielfältig zusammenstellen. Das heißt, es lohnt sich, da mal auf die Webseite zu gucken und zu schauen, was man da so, ja, wo man da so den perfekten Ständer für sich findet. Ja, dann schauen wir uns hier mal noch ein bisschen um auf der NAMM Show und hoffen, wir sehen uns auch im nächsten Video. Bis denne, tschüssi!